Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muni-Bambana. Heute gibt es eine neue Folge StarCraft 2 gegen 2 auf dem, auf, was, die smaragdgrüne Stadt LE. LE, genau. LE. Das ist LE die Perle, die so schön grün leuchtet. Ja. Gegen Terraner und Zerg. So. Das bedeutet echt jetzt LE. League Edition. LE? Sure. Keine Ahnung. Ich weiß es gerade gar nicht. Müsste ich jetzt auch erstmal schlagen. Was haben wir als Gegner? Terraner Zerg. Terraner Zerg. Da muss ja wohl die Base dicht machen. Ja. Gegen Zerg habe ich ein richtig schönes Bild. Also okay. Ich vielleicht jetzt nicht. Das ist mit Tempest. Das, musste Fast Tempest into. Also Two Base All-In, Fast Tempest into Berserk Rush. Wir haben verbaut. Wir sind raus, wir haben verloren. Oder hat sich verbaut? Nein, wir sind raus. Total verbaut, ey. Was ist denn jetzt los? Ich hab das ja am Ohr gebaut, aber hat keinen gebaut. Toll. Na gut. Dann ist das Spiel vorbei. Naja, es wird halt anders. Komm, E-Scouten, das ist alles schick. Kein Pool. Keine Exa, also Pool. First. Na, dann hab ich's ja genau richtig gemacht. Da muss ich jetzt auch noch keine Exa nehmen. Oder? Ja, Pool ist schon fertig. Meine hoch. War da auch eine Echse? Nee. Doch, doch. Jetzt gerade eben jetzt gesetzt, ja. Es ist trotzdem. Na, die. Nee, nicht gerade eben. Die hat er gerade eben gesetzt, ich habe beide nachgeguckt gerade eben. Die ist gerade frisch gesetzt worden. Na, die braucht schon Viertel, ist fertig. In der Aufnahme, da siehst du, was los ist, Junge. Nee, die war schon fertig. Cool war schon fertig, wo ich fast schon fast fertig, wo ich da war, ja. Man kann doch einfach mal alles scouten. Ja, das ist halt der Nachteil. Reaper! Wolinge und Reaper! Jetzt ist Scout weg. Oh. Easy! Du spielst mal Tempest. Ich muss ja langsam mal eine Echse nehmen, ja. Das ist der Reaper. Hast du gesehen, der hat den voll in der Luft zerschossen. Ja, lang ran. Ja, und jetzt ist er tot. Hier ist noch ein Overlord, den wir holen können. Wo? Das liegt hier rum. Und der ist weg. Nächste brauche ich trotzdem jetzt langsam. So, das haben wir. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Dann machen wir hier noch ein bisschen. Dann nehmen wir schon mal Upgrades. Muss ich eine zweite Runde nichts tun, oder? Warum auch immer sie nichts tun? Ich bin unvergessen, na, der Bild, ich brauche gerade total Mist. Boah, Husten. Husten ist nicht schön, ey. Bitte haben sie auch noch nicht, wie es aussieht. Das ist gut. Naja, gehen wir Roaches. Ganz viele Linge. Oh, das ist schlecht, hat noch nichts. Ist schon tot da unten, wa? Naja. Dimensionalstränge abgestimmt. Wenn nicht noch ein bisschen warten können. Ich muss noch ein paar Drohnen holen, das hilft alles nicht. Jetzt kann ich Tempest bauen. Ach schon. Oh. Ja, wenn sie bald kommen, ne? Wenn du dann Tempest. Oh, gut, du brauchst 4 Tempest. Ich brauche 2.
Da sind Linge, ganz viele Linge. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Mach Damage. Ich versuch's. Ich weiß, Queen nervt ein bisschen. Ach, warum schießt er immer automatisch auf die Queen? Ich hasse es. Weil du theoretisch auch tot bist. Nicht mit einem. So? Nee, mit einem nicht. Nicht mehr? Nein. Lange nicht mehr. Ja, vor Jahren. Und theoretisch bist du tot mit einem. Nein. Ja. Die Queen macht den tot. Oh ja. Nein. Doch. Ein Omen? Nein, doch, ja, nein, doch. So, ich guck mal, ob die irgendwo geäxt haben. So, 1-1 ist gleich durch. Tempest kriegt die Queen kaputt, ja. Ja, der kriegt alles kaputt. Der kriegt der One-Shot im Übrigen Drohnen. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist hart. Das ist richtig hart. Wir haben noch keine dritte. Und schon gleich ein All-In oder so ein Scheiß. Ich müsste auch immer eine dritte nehmen jetzt. Ja, was soll's. So, jetzt geht's. Können wir noch Upgrades nehmen. Noch ein Two-Base All-In, ne? Das ist zwar nicht ganz der Bild, nicht mehr angeguckt, ja, aber es passt schon so. Noch Two-Base. Ich mach Makro-Bild, nein. Kann ich ja nicht mehr. Und der ist ja übelst schnell, der Tempel ist mittlerweile. Ja, die ist richtig, also gegen vorher. Oh, bei mir ist gerade ja Party. Ich hab diese scheiß Banelinge nicht in meine... Banelinge sind weg. Jetzt kommen die Marines. Ach, der Tank macht so viel Damage. Ich einfach weg. Oh, da kommt alles nachgeschickt, das ist schön. Ja, wie kommst du nicht mehr weg, meiner? Das ist vorbei. Ich hab's. Roaches of Speed. Ja, ich leuchte dir an. Ja, das ist gut. Ein bisschen halt extrem schnell, ne? Da kommt noch so ein Viecher. Ja, siehst. Ich weiß nicht, warum man das vorrallyt. Oder damit jetzt anscheinend Damage machen wollte, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, die sind auf jeden Fall nicht gut. Die Stränge des Schicksals. Schon das Supply-Block. Und danach kann man Go machen. Können wir hier ein Gerät bauen. Und Scan? Ja, sind sie doch. Könnte echt noch hier nicht sein. Da jetzt der dritte Zerg, ne? Na, dann müssen wir jetzt los. Ja, du kannst halt fliegen, wo man die Wurme langt. Da sind eh Panzer. Wir gehen hier rüber. Auf die. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Ich mach dich gleich mal die Panzer das sichtbar. Das Zeitfenster ist klein. Extrapoliere Stränge. Hier ist keine Panzer. Hier ist eine Base, ja. Oh, das ist natürlich noch schlechter. Die ist noch nicht mal aufgebaut, die Base. Die Sterne. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Die Baning muss hier nicht kommen, meiner. Muden. Muden ist ja mal absolut scheiße. Panzer da unten, scheiße. Hier kriegen die Muden. Der hat aber viel oder verloren. Hä? Das haben wir wieder verloren. Nicht so viel Gas, brauchst du Gas? Nee, ich brauch alles außer Gas. Jetzt kommen die ganzen Muten an, ey.
Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Gut, dann erwischen die. Nee, die stehen da, die kommen jetzt gleich. Theoretisch von hier irgendwo. Da kommt noch Veteraner. Problem. Ganz schön viele Muten. Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht den Veteraner. Ich bin hier. So ein Panzer und alles. Ja. Der sieht sich jetzt nur vor. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Die Basis unserer Verbündeten. Guck mal, den Muten jetzt hier nicht hinterher. Ist ein Terraner verteidigt? Nee. Gucken. Jetzt sind alle hier. Komm mal. Na, Kraft hat jetzt meinen, der mit seinem Mutas an. Das haben wir wurde verloren. Noch nicht. Streitkräfte werden angegriffen. Markiert er jetzt seine Muten, aber. Also was ich richtig kacke finde, dass es die Heilkackviecher auch die Zerg heilen können. Ja, so so. Bin ich voll imbalancen. Imbalancen. So, oh, wer ist das? Imbalance! Verdammt. Und ganz viele Linger-Shit. Du kannst auf mich nicht, gell? Bisschen. Danke. Ja, das ist vorbei. Kommt schon wieder so viel an. Der Radar hat schon 2-2. Na, dann ist vorbei. Und die vielen Dinge jetzt hier noch, ey. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Mein Leben für euer Saar, die Templar. Ich kann halt keine Dritte nehmen. Na, ich will es. Ach, Mann. Mein Leben für Ajur. Ja, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Hat schon 2-1 Upgrades. Na, wieder beginnen an Reihe oder gehen? Ich weiß nicht. Ja, oben haben die Wuten halt alles abgeräumt, ne? Wir müssen jetzt rein. Immer mehr Panzer. Die Muten kommen halt von hinten. Kick ihn nicht weg. Ich geh hinten rum. Habt ihr jetzt von hinten an. Das ist zu viel, was die haben. Rechte von der Zerg. Panzer sind weg. Support von hinten ist weg. Meine Base wird dann gleich weg. Na, da kommt dann die Nachhut. Ja, diese Panzer, ich bin überall nur Panzer. Na, ich hab nicht mehr. Ich bin doch
zu heftig. Dann GG, komm rausgehen. GG. Ja, vielleicht Tempest noch nicht so gut gegen Terraner und Zerg. Wo ich aber auch total komischen Scheiß gespielt. Der ja, Zerg hat halt zu viele Mutas und alles. Ja. Na dann. Sagen, sehen wir uns in der Endcard. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Und da sind wir auch schon in der Endcard. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Dann findet ihr oben rechts den StarCraft-Projekten und ein anderes unserer Projekte. Dann schaut noch morgen wieder ein und tschüss, eure Rudi Bermande.